Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 4. Solltet ihr neu auf dem Kanal sein, lasst mir doch ein Abo da, dann verpasst ihr keine der nächsten Folgen und das ist doch an sich erstmal eine gute Sache. Was wir heute machen wollen, ist, wir kümmern uns um unser Enderperlenproblem. Problem in dem Sinne, dass wir nicht eine Perle haben, aber doch jede Menge Perlen brauchen für die nächsten Dinge. Und ihr seht auch hier im Hintergrund, ich hatte noch ein paar Bonsais vorbereitet. Und die werden wir heute auch füllen. Zwar nicht alle, die hier unten beispielsweise, mal kurz umschalten, die sind quasi nur als Vorbereitung, damit wir die Ressourcen bekommen für die Filling Cabinets. Oder Filing Cabinets, besser gesagt. Und ja, dementsprechend, die kommen dann wieder weg. Also nicht ganz so schlimm. ja, Enderperlen. Wir brauchen Enderperlen für diverse Maschinen. Und ihr seht auch hier, ja, eine Sache vielleicht noch vorab. Mich hat es ja hier gestört, dass dieser eine Cobblestone-Generator hier nach vorne raushing quasi. Den konnte ich natürlich eins nach hinten setzen, weil die gehen ja nach oben. Und bei der Gelegenheit habe ich dann einfach noch zwei gebaut und habe die hier und hier hingebaut. Und ja, dementsprechend ging es jetzt auch relativ schnell. Wir haben 50 Millionen RF produziert und ich war auch in der Lage, hier noch weitere Speed Modifier reinzupacken. Und ja, ist eine feine Sache. Hier unten füllt sich's auch langsam. Wir haben schon fast 140.000 Cobblestone gesammelt. Das sollte auf jeden Fall auch für das Nötigste zumindest reichen. Ja, Enderperlen. Es gibt prinzipiell mehrere Möglichkeiten, um an Enderperlen ranzukommen, neben natürlich Enderman-Farmen. Aber nachdem wir Enderman an sich auch erstmal noch nicht haben, da müssten wir in die End gehen, gibt es im Endeffekt noch zwei Varianten. Die eine ist, uns Enderlilies herzustellen. Dafür müssen wir allerdings auch ein paar Enderman töten. Und mit ein bisschen Glück bekommen wir Enderperlen für die Seeds. Und das zweite, das spielt sich hier hinten ab, das wäre, dass wir uns, und zwar ist das hier Slime Ball und Apple, den werfe ich jetzt gleich mal hier rein, dann seht ihr, was ich meine. Und den können wir da reinpacken. Allerdings, das müssen wir erstmal ausmachen. Wir packen den Apfel da rein und lassen das jetzt, na? Das sollte aber doch... Ach nein, Schmarrn! Ha, 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 ha! Nein, wir brauchen ein Bucket. So rum. Ha. Ich dachte, wir müssen das drüber laufen lassen. Ich bin schon ganz verwirrt durch diese ganzen Saplinge, die wir auf die Art gemacht haben. Wir müssen es natürlich hier in den Eimer füllen. Ganz klar. Und mit dem Eimer gehen wir dann nach hinten. So. Ah, gut. Bucket. Die andere Variante. Füllen das hier rein, ja, das ist Liquid Purple Slime, richtig ekliges Zeug, und werfen da einen Apfel rein und bekommen eine Chorus Fruit. Und die wiederum können wir pflanzen in, ja, Endstone. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wieso ist hier Endstone, wo kommt denn der her? Genauso der Endstone da oben, der ist dann für die nächste Variante. Den Endstone können wir herstellen, indem wir einfach Glowstone, hatten wir ja gesammelt und auch mittlerweile eine Pflanze, einfach hier reinpacken und Lava drüber laufen lassen. Dann wandelt er sich um und ich habe hier auch schon ein bisschen Endstone vorbereitet, denn den werden wir jetzt dann auch gleich noch brauchen. Die Chorus Fruit, wenn wir da mal reinschauen, hat eine Chance von genau 1% eine Enderperle zu bekommen. Genauso hier Chorus Flower 1%. Relativ häufig sind die Popped Chorus Fruits und ziemlich häufig sind die Chorus Fruits an sich nochmal. Das Ding selber wächst aber wahnsinnig langsam. Es schaut sehr, sehr cool aus, aber ihr seht, ja, da wären wir nicht wirklich glücklich. Vor allem bei 1% Drop Chance ist es nicht so cool. Ich habe das Ding eigentlich auch eher gebaut, damit wir hier komplett sind, damit wir hier alle Saplinge oder alle Pflanzen entsprechend in den Bonsais haben. So wichtig ist das jetzt erstmal nicht. Ja, genau, den können wir rausnehmen. Was wir allerdings machen können, wir können uns Enderman Seeds herstellen. Das ist im Endeffekt so ähnlich wie mit den Kühen und den anderen Tieren. Kuh hatten wir ja oben schon eine gepflanzt und quasi großgezogen. Und genauso kann man das hier mit den Enderman machen. Wir brauchen dazu Blaze Powder, haben wir. Pumpkin habe ich auch schon gesammelt oben. Den besagten Endstone. Wir brauchen Obsidian, haben wir auch jede Menge. Und wir brauchen Purple Dyed
Water oder Purple Dye einfach. Sollten wir alles haben, zumindest jetzt, wo wir den Endstone entsprechend haben, und dann können wir uns da mal, ich sag mal, 3 Stück, schauen wir einfach mal, vielleicht haben wir Glück, ansonsten müssen wir noch ein paar machen. Was ich hier auch vorbereitet habe, ist praktisch die, ja, müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das am besten platzieren. Ich nehme das Ding hier nochmal runter, weil das gilt leider, zählt auch als Block, das heißt, hier können wir nichts hinsetzen. Und ich würde gerne hier uns eine kleine, ja, Falle letzten Endes bauen. So. Der Enderman ist ja 3 groß, das heißt, wir gehen hier entsprechend und machen das so. Und wenn wir jetzt den Enderman hier drinnen praktisch pflanzen, das machen wir hier unten, nehmen uns noch ein bisschen Bone Meal mit. So, das Ding kann eigentlich auch wieder da rein, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann können wir mit Bone Meal den Kamerad hier ein bisschen wachsen lassen. Ihr seht, der wächst so vor sich hin. Ohne Bone Meal wird es halt einfach entsprechend länger dauern. Ich glaube, wir können sogar theoretisch unsere Gießkanne nehmen. Aber ja, wir haben ja jede Menge Bone Meal. So, jetzt ist der Kamerad da. Er sieht uns nicht und deswegen hat er auch irgendwie keine Anstalten abzuhauen. Und jetzt können wir den so langsam, in der Hoffnung, dass wir eine Enderperle bekommen, haben wir leider nicht. Und da wächst auch schon der nächste. Das heißt, man hat hier eine Chance, dass hier mehr als einer rauskommt. Und nachdem wir 4 Enderperlen brauchen, eine haben wir. Ah, sehr gut. Gleich nochmal. Müssen wir einfach schauen. Sehr schön. Und es geht weiter. Sehr gut. Also, das ist immer unterschiedlich. Mal kommt nur einer dabei raus. Und manchmal hat man dann einfach Glück. So. Wir haben 3 Enderperlen. Das sieht tatsächlich gut aus. Und vielleicht haben wir jetzt Glück und kriegen die 4. Nein, noch nicht. Haben wir dann tatsächlich vielleicht noch Seeds übrig zum Schluss. Das hatte ich ja auch noch nicht. Wobei, ja, da gab es jetzt irgendwie gar keine. Oder liegt die irgendwo hier hinten? Nee, auch nicht. Schade. Dann einfach nochmal. So, drück die Daumen, dass wir... Ja, das muss jetzt klappen. Nein! Und wir haben keine gekriegt. Das gibt's ja nicht. Und ich dachte noch, wir haben sogar vielleicht noch Seeds übrig. Macht aber nichts. Dann machen wir uns einfach nochmal. Neue Seeds. Jetzt brauchen wir nur einen. Das sollte jetzt dann doch hoffentlich reichen. Also ihr seht, das ist recht unterschiedlich. Natürlich auch so wie beim Enderman Farmen. Man kriegt nicht jedes Mal eine Perle. Und manchmal, gerade wenn man dann nur noch eine braucht, dauert es halt entsprechend lange. So, den probieren wir jetzt noch. Ansonsten ja, bin ich gleich zurück, wenn ich die nächste Enderperle habe. So gut, Mensch. 3 Stück und dann ging es leider nicht mehr weiter. So, aber jetzt komm. Letzter Versuch. Ja, und wir haben sie. Wunderbar. Und da wäre sogar nochmal ein Enderman. So, 4 Stück. Das ist eine feine Sache. Denn jetzt können wir uns einen Seed in die Mitte packen. Wir können die Perlen, also die ersten 4 solltet ihr unbedingt investieren in Ender-Seeds. Weil, ja, die sind schnell aufgebraucht. Und ihr habt gesehen, die Herstellung oder das Farmen ist ein bisschen aufwendig. Und jetzt können wir hier nach oben gehen, können uns zum einen hier unsere Watering Can holen und eine Hoe, denn das Coole ist, wir haben hier Endstone, ja, da kann man sie erstmal nicht pflanzen, sondern wir müssen tatsächlich mit der Hoe das Ganze hier auch noch entsprechend vorbereiten. War früher, glaube ich, auch anders, aber okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Ender Seed. Was mir übrigens aufgefallen ist, sobald ich auf dem Server spiele, leuchtet hier die Watering Can nicht mehr. Das heißt, man sieht hier leider relativ schwer oder schlecht, ob sie an ist oder nicht. Ja, also wenn man jetzt hier so andere Sachen hat, wo es ein bisschen schneller geht, generell, dann sieht man es, weil es wächst einfach überall um einen rum. Finde ich aber schade, warum das auf dem Server so ist, kann ich nicht sagen. So, 28, 42. Und das Gute ist,
Sobald die hier fertig ist, bekommen wir auf jeden Fall eine Enderperle und wir haben die Chance, natürlich eine weitere Enderlilie zu bekommen. Diesmal hat es nicht geklappt, aber wir haben zumindest die Perle. Und so würde ich dann gerne hier dieses 3x3-Feld entsprechend nur mit den Enderlilies oder mit den Enderseeds entsprechend bepflanzen. Und nachdem ich da aber nicht die ganze Zeit irgendwie hier manuell rumfarmen möchte, bauen wir uns als nächstes auch noch einen Harvester. Strom haben wir ja jetzt endlich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Ich tue es schnell noch, bevor wir den hier verfallen lassen. Komm, das... Da kriegen wir ja noch eine Perle. Ja, genau, jetzt kommen die Perlen, wunderbar. Und dann können wir das Ding hier nämlich auch schon wieder abreißen. Es hat seinen Zweck erfüllt. So viel Platz haben wir nicht. Ansonsten hätten wir das doch durchaus lassen können für irgendwelche anderen Mobs. Aber zur Not müssen wir das halt schnell wieder bauen. Das ist ja kein Problem. So, Cobblestone kommt mal weg. Der Information Screen kann auch wieder dran, damit wir uns hier an den 50 Millionen RF erfreuen können. Und genau, das Ding auch noch weg. Und die Enderperlen können auch weg. So, dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Wir wollten ja den Harvester noch. Ha. Das machen wir natürlich schnell. Da gibt es nämlich auch jetzt einen von Cyclic. Und das Ding ist ganz cool. Den Dispenser habe ich schon vorbereitet. Nur falls ihr euch wundert, warum das Rezept jetzt schon hier auf Anhieb funktioniert. Und was wir auch noch brauchen, ist ein GPS-Marker. Und dann können wir uns den Kameraden nämlich hier hinstellen. Ich stelle das Ganze auf ein 3x3-Feld. Und... Dann nehmen wir den GPS-Marker. Was hier ein bisschen schade ist, also zumindest, ich habe das eine Weile laufen lassen, er hat hier zwar eifrig die Perlen gefarmt, aber er hat keinen weiteren Seed bekommen. Ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das hier bei den Sachen anders wäre, dass er da auch Seeds und dann, ja, aber er soll ja nur harvesten, also weiß ich gar nicht. Kann durchaus sein, so, tun wir mal die Position speichern, dass der tatsächlich nur das abfarmt und die Chance im Endeffekt leider damit verspielt ist. Wenn dem so ist, ist aber nicht wild, dann schalte ich den Kamerad hier einfach nochmal aus und farme halt hier die Dinger manuell so lange, bis ich hier 9 Stück habe und dann, ja, dann kann er hier loslegen. Allzu schnell geht es leider nicht, solange ich nicht hier mit der Watering Can stehe. Es gibt noch den Sprinkler, den müssen wir auch im Rahmen einer Quest bauen. Der bringt aber leider auch nur bei den normalen Pflanzen was. So, jetzt schauen wir mal hier, ist da schon was angekommen? Ja. Wie gesagt, Pop-Chorus Fruit und Chorus Fruit ist relativ häufig, der Rest sehr, sehr selten. Aber sobald es hier einmal durch ist, dann packe ich die da oben hin und dann ist auch gut. So, als nächstes, ich glaube den Glowstone, den können wir tatsächlich wegtun. Könnten wir uns mal, da brauchen wir auch Wasser und Rose Red. Und zwar, ja gut, jetzt haben wir hier das Zeug drin. Naja, machen wir mal den, ist egal. Ich werfe mal das Rose Red hier rein und den Sand. Ja, das ist immer für 4. Ja, so viel roten Sand brauchen wir eigentlich gar nicht, aber ist egal. Dann können wir uns nämlich jetzt den Copper Sapling herstellen. Meine ich, oder? Copper Ember. Da brauchen wir nämlich hier den Red Sand für den Ember. Und den packen wir gleich mal hier wieder rein. Das Ding ist noch aus, das ist gut. Denn da müssen wir bei Copper, beim Copper Sapling... brauchen wir ein Spruce Sapling und den bekommen wir, indem wir Petrified in Wasser werfen. Okay, nehmen wir erstmal da noch ein bisschen Sand mit. Petrified Sapling hatte ich jetzt gar nicht mit dabei, macht aber nichts. So, dann machen wir das halt so, Wasser hinterher und den Petrified und hier sollte er dann eigentlich auch fertig sein. Und dann haben wir unseren Kupfer-Sapling. Der ist auch jetzt Voraussetzung für die restlichen oder für ein, zwei von den anderen. Insofern, da wäre es wichtig, dass der schon mal hier irgendwo so ein bisschen produziert, weil wir von dem nämlich ein bisschen was brauchen. So, Copper-Sapling. Und Achievement gibt es hier nicht, weil wir ja im Endeffekt hier bei der All the Trees-Quest sind. Und da ist es nicht einzeln, wie es hier vorne war. Ja, da hat man ja für jeden Sapling im Endeffekt einen kleinen Erfolg bekommen. Sondern hier müssen wir einfach alle, die jetzt noch offen sind, 5 Stück,
bauen und dann gibt es den Erfolg. Das werden wir heute auch schaffen. Versprochen. Okay, hier habe ich übrigens, falls ihr euch wundert, warum die Chests hier so eine komische Farbe haben, ich habe nochmal so kleine Chests gebaut, weil die reichen mir ja hier, denn ich will ja nur so ein bisschen Ressourcen. Und bei den Chests, also die wir hier, wo auch die großen Chests machen, die kann man nebeneinander stellen. Und das ist ganz praktisch, denn es gibt anscheinend keine Iron Chests hier in dem Modpack. Und aber ja, wie gesagt, hier mit den Dingern ist das ja eine feine Sache. So, schauen wir mal. Wir haben Copper. Das ist, glaube ich, schon mal gut. Ich glaube, das brauchen wir nämlich. Dann würde ich sagen, machen wir mal... Ist da noch was drinnen? Ja. Da ist noch was drinnen. Das lassen wir gleich mal raus. Wenn wir hier das Kupfer noch weg haben. Ja, das war's. Dann würde ich sagen, tun wir gleich mal das Kobalt rein. Da brauchen wir einen Purple. Das geht jetzt relativ flott. Also zumindest, wenn das hier durchgebrutzelt ist. Da haben wir nochmal Kupfer. Weil wir brauchen... War das für den Ardite? Ne, für Ardite brauchen wir auch das andere. Ja, machen wir mal einfach mit dem Cookie Sapling weiter. Der war auch recht easy. Da brauchen wir einfach nur einen Jungle Sapling. Wir brauchen ein bisschen Zucker und wir brauchen 3 Cookies. Und Cookies können wir einfach hier mit Wheat, Cocoa Beans und Wheat nochmal herstellen. Kriegen wir 8 Stück. Und somit sollten wir den Cookie Sapling bauen können. Muss ich nur gucken, wo noch Platz ist. Ich würde sagen, Cookie können wir mal, hier hinten haben wir ja unsere Fressalien. Dann packe ich den mal da mit drauf. Wobei, nein, das war Schmarrn. Wir müssen ja erstmal noch ein paar Ressourcen aus dem rausholen. So, das hier ist fertig. Dann lassen wir das drüber laufen. Und da ist bestimmt wieder... Nö, hat das sogar alles gebraucht anscheinend. Dann können wir das Ardite schon mal reintun. Und den. Kobalt. Dann haben wir den auch. Den setzen wir mal hier hin. Dann kann hier das Ardite durchlaufen. Hier über den drüber. Ja, da brauchen wir, wie gesagt, den Magma Slime Sapling. Haben wir ja alles in der letzten oder in der vorletzten Folge hier alles gemacht. War so ein bisschen Vorbereitung also. Und sobald das hier durch ist, lassen wir das drüber laufen. Und dann sollte uns nicht mehr allzu viel fehlen. Der Osmium und der Netherrack. Den Netherrack, den können wir direkt bauen, glaube ich. Netherrack Sapling. Denn da brauchen wir einfach nur Netherrack. Wir brauchen ein bisschen Gold Resin, Diamond Resin und ein Redstone Sapling. Das sollten wir haben. Sogar in rauen Mengen. Den packe ich mal dahin. Lassen wir das hier drüber laufen. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Osmium. Ardite. Dann packen wir da hin. Und Osmium war... Das war, glaube ich, jetzt tatsächlich der, wo wir den Manreal Sapling brauchen. Und beim Osmium Ember, da brauchen wir 2 von dem Copper Resin. Wir brauchen Quarz, Iron und Nickel. Also auch kein Problem. Ist da noch was drinnen? Nein. Sehr gut, dann packen wir das da rein. Wie gesagt, geht heute alles ratzfatz. Aber dann können wir vielleicht sogar noch eine andere Sache machen. Achso, nee, Schmarrn. Wir brauchen den Kamerad. So. Okay. Allerdings habe ich jetzt hier gerade keinen Platz, um den irgendwie zu verstauen. Macht aber nichts. Dann machen wir einfach... Chest sollten wir noch haben. Bonsai auch, dass das zumindest gleich so ein bisschen vor sich hinlaufen kann. So, dann machen wir das. Ja, machen wir das hier. Komm. Zack. Zack. Und der letzte Sapling. Und dann sollten wir... Ah, falsche Taste. All the trees haben nochmal 28 Stück. wobei, das waren jetzt dann wirklich alle. Ich glaube, das sind die hier schon auch mit dabei. 28. Und der war, glaube ich, gar nicht mit dabei. Also haben wir hier schon 29 Stück gemacht. So, Sapling, der Osmium. Und wir haben all the trees erfüllt. Wunderbar. Gerade Osmium brauchen wir bei 1-2 Sachen. Das ist ganz wichtig. Das ist hier mehr so zum, ja, ich sag mal, für Tinkers. Ja, wenn wir uns irgendwelche Waffen dann machen, auch nicht verkehrt. Und Kupfer,
ja, auch eher selten. Aber mein Gott, ist ja für die Quest. Und ja, Cookie Sapling ist auf jeden Fall immer. Cookies ist auch immer gut. Da haben wir sogar schon 3. Wunderbar. Können wir auch mal Cookies dann eigentlich essen? Wobei, nee, wir bleiben bei Bacon. Ich glaube, wir bleiben bei Bacon. Und dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Ist da noch was drinnen? Ja, da haben wir sogar noch ein bisschen was Osmium. Dann können wir das Ding auch wieder einschalten. Hier unten nach Down geht es übrigens immer wieder aus. Da müsst ihr reinschauen und das immer wieder ankreuzen. Sonst ja, wundert ihr euch vielleicht, warum hier nichts weitergeht. Ja, wir haben jetzt jede Menge Energie auf jeden Fall. Das ist eine feine Sache. Das heißt, wir haben auch einen riesen Puffer, der wireless hier über die Dinger an jeden Ort im Endeffekt hier in unserer Welt, zumindest in dieser Dimension, gelangen kann. Hier oben schaut es halt gerade nicht so ganz so schön aus, aber man kann drüber laufen. Das ist die Hauptsache. Und ich werde bis zur nächsten Folge hier unser Feld auf jeden Fall noch erweitern. Wie gesagt, damit wir schön Enderperlen haben. Und ja, wir haben, glaube ich, momentan nur eine. Ne, wir haben sogar 2. Dann können wir, ach, da komm, dann machen wir eine Sache, machen wir dann noch. Hatte ich ja schon gesagt, unseren Chunkloader. Ich glaube, da brauchen wir, wir brauchen nur sogar nur eine. Sehr gut. Und dann machen wir uns den nämlich noch schnell. In der Hoffnung, dass es dann tatsächlich weiterläuft. Und ich würde den, ist übrigens auch ein Erfolg. So, hier haben wir natürlich jetzt wieder Lava, macht aber nichts. Und dann stelle ich den hier unten rein. Zack. Und der hat leider keine Config, aber es heißt, er macht 5x5. Und das wäre ja 1, 2, 3, 4, 5 bis hier. Bis da, bis da, bis da. Das heißt, es sollte eigentlich passen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier genau in einem Chunk auch gestartet sind. Genau. Das heißt, es sollte auch bis nach oben gehen, wo unsere Enderperlenproduktion stattfindet. Und ja, gut, nach unten gibt es nicht ganz so viel. Und ja, so, machen wir den zu. Wunderbar. Das können wir wieder ausmachen. Und ich hoffe, dass wir dann bis zur nächsten Folge jede Menge Enderperlen haben. Denn dann können wir auch endlich in Deep Mob Learning einsteigen. Das würde ich sehr, sehr gern machen. Denn daraus bekommen wir dann auch noch ein paar Ressourcen für coole weitere Maschinen. Wenn ihr Spaß hattet, wie schon eingangs erwähnt, lasst mir doch ein Abo da, klickt auf die Glocke, dann bekommt ihr immer gleich eine Info, wenn ein neues Video da ist, sei es Minecraft oder auch von den anderen Sachen. Und ja, dann verpasst ihr einfach keines der nächsten Videos. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis dann und Servus! Thank you.